THQ und Agent Peanut begrüßt euch zu seinem Langzeitprojekt auf seinem Channel. Und zwar habe ich mir überlegt, weil es wird wohl einige Teile dauern, werde ich Darksiders 2 mit euch zocken. Das Spiel ist von 2012, also hat schon ein bisschen was auf dem Buckel, aber die Grafik, also ich habe es mal selber damals angespielt, aber ich hatte noch einen Dual-Core-Prozessor. Ja, und jetzt mit dem Intel 5 ist die ganze Sache etwas grafisch anspruchsvoller, es läuft alles viel flüssiger und ich habe überlegt, ich werde es auf jeden Fall zocken und immer jeden Tag ein Video hochladen, weil ich gehe ganz stark davon aus, bei meiner Spielweise wird es so sein, dass ich locker 100 Teile davon machen werde, weil ich bin ja so ein ausführlicher Typ, ich möchte dann auch alles finden und so weiter, alle Rüstungen zeigen. Ich habe downloadbaren Content schon runtergeladen. Das Spiel hat übrigens 8 Updates bekommen oder sowas seitdem. Jetzt mal, muss ich kurz ein bisschen mit den Einstellungen mal schauen. Gamma lass mal so, weil ich mache es ein bisschen heller. Zu Hause würde ich es jetzt so nicht spielen, aber weil YouTube ja eben so ein bisschen abdunkelt. Die Schwierigkeit apokalyptisch halte ich für übertrieben. Mal spielen wir also auf normal, weil auf leicht ist es ein bisschen zu doof. Und jetzt genießt erstmal das Einleitungsintro und wir lernen den Hauptprotagonisten tot kennen. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin, den Dämonenfürsten anheimgefallen, und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch 4 von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die 4 würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die 4 Reiter der Apokalypse. Ihre Seele zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den 4. Und Krieg war ja der aus Darksiders 1, was ich nicht gespielt habe übrigens. Seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um diesen Bruder handelt es sich jetzt. In diesem Darksiders 2 Epos. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Das werden wir herausfinden. Also wie gesagt, ich habe das Spiel auf meiner Platte gefunden. Und so ritt Tod los in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Und werde es let's playen und deswegen, also auch um das Spiel abzuhandeln und um es dann löschen zu können, endgültig. Dafür, dass die Grafik von 2012 ist, ist sie eigentlich, finde ich, noch sehr gut gelungen. PC-Grafik ist natürlich um einige Klassen besser als auch Konsole. Aber ich finde die ganze Sache sehr detailliert. Muss ich nur mal mit der Lenkung wieder gucken. Okay. Ah, genau, so war beschleunigen.
mit Verzweiflung unserem Pferd. Und wir haben noch einen Raben dabei, den habt ihr gerade gesehen. Der uns auch immer den Weg weist. Es gibt also in diesem Rollenspiel hinterher natürlich massive Zusätze, die Dinge noch zu steigern. Aber ihr werdet es ja sehen. Da oben seht ihr den Rahmen, der so ein bisschen lila leuchtet. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play und wir dürfen gespannt sein. X angreifen. Achso, er hat gerade gesagt, da kann man die Ausrüstung angucken. Das machen wir direkt. Sensor haben wir nur eine, nämlich unsere mit Schaden 23-27. Wir sind Stufe 1, das seht ihr rechts. Jetzt gehen wir mal weiter. Da hat sich auch nichts getan. Was hat er denn gesagt? Ich bin jetzt direkt am Überlegen, wie ich... Hier seht ihr die Karte. Aktuelle Spielzeit 4 Minuten 38, 46 Liter Blut bereits vergossen. Recht lustige Statistik, da werden wir ab und an mal reingucken. Aber das ist im Augenblick natürlich nicht so wichtig. Achso, ich muss die Zweitwaffe anlegen. Und dann kann man natürlich auch Kombinationen schlagen. Das Lilan ist wieder unser Rabe. Aber wir müssen hier oben hin. Der kleine Hammer. Erste Wandlauf hat super geklappt. Ich hoffe ja, dass das Spiel, also dass die Updates wirklich was gebracht haben. Weil ganz am Anfang gab es echt einige Bugs. Wir gehen die Sachen mal ganz ruhig an hier. Ich muss mich auch ein bisschen erst an die Lenkung gewöhnen. Jede Menge Lebenstränke hier drin. Können wir gut... Ach so, da drücken Sie... Ah, okay. Damit benutze ich den. Zorntrank haben wir jetzt nicht. Optionen, automatisches Einsammeln. Wo macht man das denn? Da seht ihr, unter Fähigkeiten haben wir nur den Raben und das Pferd. Das wird sich natürlich alles im Laufe des Spiels wahnsinnig steigern. Aber wir müssen hier uns erstmal umgucken. Ich habe die Gegner mitgenommen, weil es gibt Gold. Und Gold kann man immer gebrauchen in solchen Spielen. Stimmen. Stimmen. Stimmen.
Stimme! Stimme! Hat er sich verpisst? Von da sind wir gekommen, von da auch, also hier unten runter lang. Weiter geht es. Ja, er mischt schon ganz gut auf. Aufpassen, dass wir hier nicht von Eisbrocken erschlagen werden. Jo, wenn man die Taste gedrückt hält, habt ihr gerade gesehen, dann gibt's direkt einen auf die Gosche. Ist natürlich zu trainieren im Kampfverlauf. Wir müssen auf jeden Fall hier anscheinend irgendeinen Berg erklimmen. Das brauchst du mir nicht. Wir machen auf jeden Fall alles weg. So eine Art Superkill war das. Also das Spiel läuft astrein flüssig. Das ist schon schwer in Ordnung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut im Vergleich zu früh, als ich da mit dem Dual-Core rumgekaspert habe. Ach du Scheiße, geht direkt los. Mini-Bosskampf oder Bosskampf, keine Ahnung. Jawohl. Den haben wir aber fett aus dem Leben genommen. Umgucken, ob wir auch alles haben. Also ist echt eine gigantische Kulisse, finde ich. Also sehr gut, auch schon für den Anfang gemacht. Ja, da will ich jetzt gerade mal nicht runterklettern. Oha. Immer diese Fahrschule.
Ja, Herrschaften. Das sieht schon alles sehr positiv aus. Ich habe immer Schiss, irgendwas zu übersehen. Okay. Wer lacht denn da? Wohl doof, wa? Verlasse diesen Ort! Boah. Den Teufel werden wir tun. Er haut schon einige gute Kombinationen, wie ihr seht. Also er hat sich schon massiv verbessert im Vergleich zum Anfang. Jetzt möchte ich noch eben ganz schnell, damit wir mal reingeschaut haben. Wir haben nämlich hier zusätzliche Sachen. Also was rot ist, ist immer schlecht. Aber ich behalte alles, weil man kann hinterher auch Dinge in andere Dinge investieren, reinstecken, verbessern und so weiter. Aber da kommen wir später zu. Da ist egal, was wir tragen. So sieht er ein bisschen besser aus. Also lassen wir die an. Ah, da ist Verteidigung 4. Dann legen wir das an. Und so wird er halt minimal besser. Und wir bauen die Figur dann immer weiter hoch und aus. Mehr haben wir noch nicht gefunden. Ja, Herrschaften. Ach so, ja, wenn ich nach unten drücke, das Steuerkreuz, sieht man so, was man so benutzen kann. Zorntrank haben wir noch nicht und wir könnten auch reiten. Das wollen wir aber nicht. Das war nach unten, okay. Also die Lenkung ist auch sehr gut gehalten mit dem Xbox-Controller. Also es läuft alles ganz prima und super flüssig. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da vorankommen. Ja, bevor ich jetzt hier rüberspringe und so weiter, weil unsere Zeit ist um, mache ich einen Cut. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen das Spiel schon mal einfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das irgendwie kommentieren würdet, ob euch das gefällt oder nicht. Und ob ich es vielleicht zu ausführlich spiele oder vielleicht sagt er auch, geh mal schneller und so weiter. Da können wir uns ja irgendwie bestimmt einig werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Game, weil es macht unwahrscheinlich Laune. Und Tod, der Bruder von Krieg, den wir ja spielen, wird bestimmt mit uns einige rasante Abenteuer erleben. Und mit dieser gigantischen Kulisse hier, wie diese Winde wehen, weil wir müssen ja irgendwie den Hügel hoch, würde ich sagen, verlassen wir diesen Part und sehen uns hoffentlich in Part 2 wieder. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sag so long bis zum nächsten Part.